Hallo, liebe Shisha-Freunde. Ich habe heute mal wieder einen neuen Kopfbau für euch auf meinem Kanal. Von einem ganz, 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 ganz aktuellen Kopf. Witziger Funfact: 10 Minuten bevor ich das hier gerade aufnehme, ist der Kopf eben bei mir angekommen. Das ist zwar nicht so ganz, wie ich das so ganz mag eigentlich. Eigentlich will ich einen Kopf öfters geraucht haben. Aber wir werden heute mal so ein ganz knappes, kurzes Fazit, so das erste Rauchen mit dem Kopf mal recorden, aufnehmen. Und zwar den Hukain Lit Lip. Der ist jetzt erschienen und wird als Oblaco-Killer in Anführungszeichen betitelt, weil er ähnliche Maße hat wie der Oblaco, beziehungsweise eine ähnliche Größe und auch so ähnlich etwas aussieht. Er wird ein bisschen als Oblaco-Killer betitelt. Der kam jetzt neu raus von Hukain, das ist das Colorway übrigens Cool Water, das einzige, was jetzt rauskam, Lit Lip Funnel. Also ich muss sagen, den Namen hätte man sich wirklich einen besseren ausdenken können, der ist schon sehr schwierig, Lit Lip. Und bietet dir eine optimale Performance, unabhängig davon, mit welchem Tabak du die Bulbe füllst. Soll eine Limited Edition sein, gab es nicht so viele. Soll jetzt aber immer in verschiedenen Farben rauskommen. Das habe ich auf der Hukain Instagram-Seite gelesen. Ich würde aber erstmal sagen, wir kommen mal zu den Maßen von dem, bevor wir den mit dem Oblaco gleich vergleichen. Wir haben eine Höhe von 11,4 cm, Außendurchmesser sind 7,6 cm, Innendurchmesser sind 6,5 cm, die Tiefe vom Depot ist die tiefste Stelle 1,3 cm, preislich habe ich auf einer Shopseite 23 Euro gefunden. Da der Limited ist, konnte ich nicht im offiziellen Hukain-Shop gucken, da steht es nicht ganz da, also stand jetzt kein Preis. Und womit ist das Ganze rauchbar? Mit Alu-Unterarm-D. Wir haben am Rand oben angeraute Stellen, damit wir sehen es in der Detailaufnahme, wenn ich nochmal baue, besser. Wir haben hier angeraute Stellen, damit der Kalaut nicht so einfach runterrutscht. Ja, ich würde sagen, wir vergleichen das direkt mal mit dem Oblaco. Erstens so, wenn man den mal so 1:1 nebeneinander hält, sehen die schon sehr, sehr ähnlich aus. Höhe würde ich sagen, ist komplett gleich. Durchmesser oben ist der Lip ein Müh breiter, also wirklich nur so ein Millimeterchen. Ansonsten oben gleich. Ich habe das Funnelloch auch mal ausgemessen, da man schon einen ja, guten Unterschied sieht. Das Funnelloch vom Oblaco M, ich wollte gerade Mono sagen, aber ist ja kein Mono, vom Oblaco M sind 9,56 mm. Der Durchmesser hiervon vom Loch sind 15 mm. Und das ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Übrigens für Leute, die sich fragen, wie ich das genau ausmesse. Ich habe mir damals für diese Kopfbau-Videos extra einen Messschieber besorgt. Das ist der Unterschied. Ich würde sagen, wir werden ihn direkt befüllen. Keine Zeit hier verlieren, denn das Video soll heute noch online kommen. Wir haben gerade 14 Uhr. Mal gucken, wann das Video online kommt und wann ihr das gesehen habt. Wir haben heute den 7.10., Freunde. Also lassen wir uns mal überraschen. Hier haben wir jetzt mal beide Köpfe nochmal von nahen vom Vergleich. Also sie haben wirklich schon dieselbe Höhe. Und ja, oben das Depot ist halt wirklich, man sieht einen Unterschied zwischen den Löchern. Und hier, wenn ich sie jetzt so übereinander halte, sieht man, dass der Lit Lip so ein minimal ein kleines Stück breiter ist, wenn man sie so genau übereinander hält. So ein ganz kleines bisschen. Und hier oben sieht man diese, ja, angeraute Kante nochmal, also diese weiße hier, die helfen soll, dass der Cloud nicht runterfällt. Ich würde sagen, wir werden den jetzt mal bauen, schauen erstmal, was der wiegt ohne Tabak, so dass man es hier auch hoffentlich sieht. Ohne Tabak wiegt er 240, 239 Gramm. Drücken wir einmal die Tara-Taste und dann schauen wir mal, was an Tabak reingeht. Fertig ist er gebaut. Wir kommen hier auf 18 Gramm. Das ist jetzt kein schlechter Wert, muss ich sagen. Ist jetzt nicht über wenig, aber ist jetzt auch nicht über viel. Ich habe vorhin nochmal mit dem Oblaco-Test bekommen. Da komme ich so auf 21 Gramm, circa 20 oder 21 Gramm, wenn ich einen Oblaco baue. Hier gehen 18 Gramm rein. Ist ein Mittelwert, wo ich sage. Ist jetzt nicht übertrieben gut, aber ist schon ein Wert, der in die gute Richtung geht. Hier sehen wir jetzt auch nochmal von nahen, wie ich das Ganze gebaut habe, so minimal unterm Rand, so dass wir einen Noppenkontakt haben und halt das Loch relativ freigelassen. So sieht das Ganze aus, so habe ich das Ganze gebaut. Ich muss sagen, es streicht sich ein bisschen blöd ab mit der Gabel, hier so ein bisschen besser, weil hier ist das irgendwie so breiter, liegt aber, denke ich mal, am Funnelloch, weil hier das Funnelloch halt ein Stück kleiner ist beim Oblaco. Deswegen, das ist das Einzige, was sich beim Bauen ein bisschen blöder baut. Ja, jetzt gucken wir noch mit dem Kalaut drauf. Also Kontakt habe ich definitiv mit dem Kalaut. Wenn ich den so absetze, merke ich so beim ersten Mal wieder so ein Stückchen einsinkt. Man sieht es nicht ganz, aber ich merke auf jeden Fall, dass Kontakt dort ist. Und ja, jetzt werden wir den mal testrauchen. Gucken, was der Kopf so sagt.
Kommen wir mal zu meinem Fazit vom Little Lip. Gebaut ist er jetzt. Ich könnte euch wirklich eine Stelle vom Twister einstellen, weil, Fun Fact, heute wäre wirklich der Hukain-Twister online gekommen als Kopfbau. Das ist kein Scherz. Ich habe jetzt ein paar Kopfbau-Videos schon zu ein paar Köpfen voraufgenommen. Die werden jetzt so mit der Zeit mal kommen. Das ist immer so ein Thema mit den Kopfbau-Dingern. Ich lasse das immer wieder schleifen. Deswegen nehme ich so ein paar jetzt im Voraus auf, dass ich die einfach immer habe zum Raushauen. Ich baue immer so ein paar Mal vor, so auch in dem Fall jetzt explizit, weil ich jetzt den das erste Mal gebaut habe und gerade auch das erste Mal rauche. Ich komme so immer zwischen 16 und 19 Gramm. Wir hatten gerade eben 18 Gramm. Ich habe den vorher mit 16 Gramm gebaut und hatte den danach nochmal gebaut mit 19. Also jetzt befinden sich so ca. 19 Gramm im Kopf. Ich denke mal, man kann den auch noch mehr bauen, wenn man auf noch mehr Kontakte und noch höher baut. Das ist jetzt so guter Noppenkontakt, sage ich mal. Hat man so ca. 19 Gramm drin. Finde ich, ist ein Mittelwert, wo man sagt, das ist okay. Der Oblako nimmt so ca. 20-21, der Werkbund Zeus so auch. Ist, wo ich sage, ist okay. Ne, bei Alufolie ist es generell, da würde ich sagen, ist generell gut. Bei HMD, also bei Smokebox Callout, hat man da schon einen guten Kontakt, sag ich mal. Also einen guten Kontakt, auf was wollte ich jetzt hinaus, hat man schon einen guten Noppenkontakt. Ja, würde ich sagen, auf 19 natürlich, wenn man 20, 21, 22 nimmt, hat man auf jeden Fall schon Vollkontakt. Zu den Funnellöchern, zu dem Loch hier oben beim Werkbund, beim Oblako M habe ich das ja ausgemessen, hatte ich glaube ich am Anfang gesagt, haben wir 9,56 mm, bei dem haben wir 15 mm. Ich sage das immer als dünnste Stelle, ist ja normalerweise immer der Schlauchanschluss oder der Schlauch. Wenn der Schlauchanschluss sehr, sehr groß ist bei euch oder generell, ist die dünnste Stelle nun mal die Stelle, die am Kopf oben ist. So, weil Tauchdinger sind immer sehr, sehr breit, die Diffuserlöcher müsste man zusammenrechnen und den ganzen Kram. Ich sage es einfach mal der Reihe nach. Ich habe jetzt verschiedene durchgemessen. Der Oblako hat 9,56, die dünnste Stelle oben, das Funnelloch. Der Werkbund Zeus hat, der ist ein bisschen dreckig, ich weiß, hat 12 mm, ist auch ein sehr, sehr bekannter Kopf und einer meiner Lieblingsköpfe. Der hat 15 mm. Der Hukain Twister, der heute gekommen wäre, hat 18 mm oben an der dünnsten Stelle. Ich kriege da meinen Zeigefinger komplett rein. Also das ist schon, ich finde, er könnte oben vom Funnelloch bisschen kleiner sein, so wie der Werkbund Zeus, so 12 mm fände ich fast optimal. Da ich finde vom Werkbund Zeus, der ist vom Durchzug mega, das vom Bauen mega. Ich finde jetzt beim Hukain Little Lip, man hätte das Funnelloch einen Millimeter oder 2 mm kleiner machen können. Klar sind Köpfe Handarbeit, das ist jetzt meiner im Durchmesser. Ich denke mal, es gibt auch einen mit 13 oder einen mit 14. Das ist jetzt nur mal meine Maße, die ich immer nehme. Wie wir sehen, raucht das Ganze auch, dass man es hier auch mal vom Rauch gesehen hat. Das Ganze lässt sich sehr, sehr gut rauchen, muss ich sagen. Da kommen schöne dicke Wolken bei rum. Von der Grammanzahl nimmt er, wie gesagt, Mittelmaß, finde ich gut, so wie er nimmt. Geht schon in die gute Richtung, so 18 Gramm ist, wie gesagt, für mich weniger als der Oblako, als wie ich den Oblako oder den Werkbund Zeus baue. Für HMD ist er gut geeignet, muss ich jetzt schon nach dem ersten Fazit sagen. Also ist er wirklich sehr, sehr gut geeignet, der HMD, beziehungsweise der Callout passt da sehr gut drauf. Ich hatte auf dem Instagram-Post von Hukain gelesen, auch für alle No-Names geeignet. Das ist jetzt eine Aussage vom Hersteller, das ist jetzt nicht meine, aber für den Callout ist er sehr, sehr gut, also liegt sehr, sehr gut drauf. Wird leider nicht ganz gehalten. Er hängt auf der einen Seite ein Stück hoch. Wir haben aber auch so ein Stück Kontakt. Aber er passt gut drauf. Er wackelt jetzt nicht groß drum rum. Ich mache jetzt was. Sollte ich eigentlich nicht machen. Okay, er hält gut drauf. So mit zwei, dreimal gegendrücken. Also das heißt, er schießt jetzt nicht direkt runter. Das hast du bei einigen Köpfen, wenn du einmal so leicht gegenklopfst. Ja, vom Bauen lässt er sich auch super. Die Farben sind sehr, sehr schön. Es sollen auch noch andere Farben rauskommen. Das ist jetzt der Cool Water. Habe ich auch von der Instagram-Seite von Hukain. Die hatten das geschrieben, da kommen noch andere Farben. Und ich muss sagen, ja. Was ihr wissen wollt, ist das eine Oblako-Alternative? Ist es? Ja, es ist eine gute Oblako-Alternative. Es ist halt wieder die Sache, das Ding ist limitiert. Und es gab immer einen Drop. Und bei dem einen Beitrag habe ich gelesen, nach 2,5 Stunden waren die komplett ausverkauft. Es ist halt wieder eine Alternative, die es halt wieder nirgendwo gibt. Das ist halt wieder die andere Sache. Vom Preislichen finde ich ihn auch fair für 23 Euro, das, was ich auf der einen Shop-Seite gefunden habe. Funnelpreis, wo ich sage, der ist in Ordnung. Na klar, es gibt günstigere Funnel. Ich glaube, der war zwischen 16,90 und 20 Euro. Der Twister, der kostet jetzt 23 Euro. Vielleicht ist da irgendwas an der Herstellung ein bisschen teurer. Oder die Farbe.
oder so. Ich finde das auch mit der Farbe schön, die da runterläuft. Ja, Langzeitfazit wird sich zeigen. Ich denke mal, das werden wir bei Instagram nennen, Langzeitfazit, wenn ich öfter damit Köpfe rauche. Aber das ist jetzt so mein erstes grobes Fazit, dass es ein guter, solider Kopf ist, jetzt den ersten Kopf, den ich rauche. Schmecken tut's auch. Das ist ja für viele immer interessant. Es geht ja nur darum, wie es raucht. Nein, schmecken tut er auch. Rauchen kann er auch. Sagt, bauen tut er sich nicht so schwer. Schön sieht er auch aus. Und ja, das war's schon an der Stelle. Wie gesagt, das Einzige, was ich habe, ist halt, das Pfanneloch könnte man einen Millimeter kleiner machen oder zwei Millimeter kleiner. Aber ich habe ja meine Maße genommen. Ansonsten ist er von der Maße wie Oblako, von der Größe und allen. Ich finde vom Designlichen, muss ich euch jetzt sogar sagen, also ich habe jetzt hier einen normalen. Ich finde die Monos von Oblako, finde ich wie gesagt sehr, sehr schön. Diese einfarbigen, das ist jetzt Nuka Klappschau Sonderedition. Designlich spricht er mich halt mehr an, da ich dieses, wenn diese Farbe runterläuft, finde ich halt ultra sexy. Das ist halt extrem schön. Und das halt hat Oblako nicht, sondern das hat hier der Hukain Litlip, hat das aber. Gut, Freunde, ansonsten gibt es noch eine kleine Einwerbung auf drillit.de/codes. Findet ihr alle meine aktuellen Gutscheincodes. Vielleicht gibt es ja in irgendeinem Shop den Hukain Litlip bald wieder. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch. Rendern, hochladen und raus mit dem Video.